So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Surfshooter-Channel. Wir zocken heute in einem Let's Try Heal the Snow in einer Early Access. Danke nochmals an den Entwickler, der mir bei Twitter den Key zugesandt hat und wir probieren das Spiel hier einfach mal aus. Es ist ein Survival, beziehungsweise ja, Survival-MMO. Eigentlich dachte ich, dass es eins ist, aber der Multiplayer bezieht sich hier nur auf... Also man kann den mit Steam-Freunden zocken oder per LAN. Das heißt, vielleicht wird später ein Multiplayer auch dazukommen. Aber wir zocken das hier natürlich erstmal in einem Singleplayer und gucken uns das Spiel mal an. Es ist alles so ein bisschen in 8-Bit gemacht. Ganz cool. Was ich am Anfang schon ein bisschen bemängeln muss, also was mir nicht gefällt. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Das könnt ihr auf jeden Fall noch ändern bzw. dazu machen. Ist nämlich, dass man die in der Grafikeinstellung zwar FPS und sowas, V-Sync und sowas einstellen kann, aber man kann nicht einstellen, mit was für einer Auflösung man spielen will. Das ist ein bisschen schade. Und dass man die Sounds sozusagen nur im Hauptmenü einstellen kann. Das heißt, wenn man in-game ist, kann man die Sounds nicht mehr lauter oder leiser drehen. So, gehen wir mal auf Singleplayer. Ich hatte hier einen erstellt, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir nochmal von vorne. Und Create, können wir hier zwischen Willy und Annie wählen. Dann halt noch irgendein dritter Charakter, der sich vielleicht später freischalten lässt. Und mehrere Charaktere werden später dazukommen. So, machen wir Create. Und bam. So, das heißt, es ist halt sowas wie eine postapokalyptische Welt. Ja, ich bin halt der Willy und versuche hier auszufinden, was eigentlich passiert ist. Und was hier eigentlich los ist. Bin mir nicht sicher, kann ich in die Kamera hinmachen? Ja, ich mache die einfach mal hier hin. So. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Also wir haben hier eine ganz easy Steuerung eigentlich mit WASD. Dann haben wir mit Shift hier Sprinten. Natürlich, wenn man sprintet, geht halt die Ausdauer runter. Dann haben wir hier Erfahrungsbalken, Mana-Balken, Hunger, Temperatur. Das heißt, ich denke mal Temperatur von mir selbst. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Temperatur, weil hier ist es Schnee, 50 Grad. Aber ich denke mal, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt 50 Grad sind oder 50. Also 50 Grad Celsius oder ob das Kelvin sind. Gut, dann haben wir halt eine Tagesanzeige. Erster Tag, ja, bewölkt ein bisschen. Dann haben wir halt Inventar. Hier ist halt ein paar Crafting Skills. Später halt, wenn wir Materialien sammeln. Journal, wo wir halt unsere Quests haben und eine kleine Minimap. So, das heißt, mit dem gelben Pfeil sehen wir unsere Quests, hier bin ich und mit rot werden wir später irgend so eine Dark Zone sehen. So, mit E quatschen wir mal mit dem Opa hier. So, wo sind denn hier überhaupt alle, frage ich dem Opa, er kann nicht antworten. So, ist jeder in Ordnung? Und der Opa antwortet halt, dass es halt hier nicht sicher ist. Aber sein Haus hat überlebt, what the fuck. Ja, ist ein bisschen komisch zu übersetzen. Sein Haus hat das halt alles überstanden, sage ich jetzt mal. Und wir sollen uns hier gleich mit ihm bei seinem Haus treffen und er erzählt uns, was passiert ist. Einsammeln können wir leider noch nichts. Das heißt, das Einzige, was wir zur Zeit machen können, ist einfach zu jedem Haus gehen und uns ein bisschen mehr Informationen beschaffen. Das werden wir jetzt auch direkt hier mal tun. Das heißt, wir erforschen hier ein bisschen die Gegend. Und gucken mal, also gehen noch nicht raus, also außerhalb der Mauern, sondern bleiben halt im Dorf. Hier, das ist hier Joes Shop, also Joes Geschäft. Komplett zerstört, wer auch immer Joe ist. So, und dann gehen wir hier zum nächsten Haus. Okay, das ist schon der Ausgang. Okay, das ist nichts. So, dann haben wir hier. Okay, halt irgendeine Farm und war halt noch nie so ruhig, endlicherweise, weil hier niemand ist. So, dann haben wir hier noch ein Haus. Okay. Roland hat hier halt Schwerter hergestellt. Das heißt, es ist irgendein Schmied gewesen. Mal gucken, ob der halt noch am Leben ist oder nicht. Achso, ihr habt übrigens noch mit Leertaste. Also mit rechter Maustaste habt ihr so ein Dash zurück und mit. Ja, okay, jetzt. Mit Leertaste ein Dash vorwärts. Und ja. Das war es auch schon. Das ist, denke ich mal, halt dafür da, um später irgendwelche Angriffe auszuweichen. Was hier ganz cool ist, also man merkt, wenn halt Tag wird, merkt man richtig auch in den Augen, dass es halt übelst hell wird. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, ich denke mal, hier war einfach mein Haus, weil das ist das einzige Haus, wozu er nichts sagt. Und werden wir mal kurz sehen.
The only house to survive, I'm this way. Okay, das ist halt das einzige Haus, was die ganze Katastrophe, sag ich mal, überstanden hat. Somit E können wir hier die Tür aufmachen und mit dem Opa nochmal quatschen. So, was wolltest du mir sagen? Okay, das heißt, der Opa hat halt allen gesagt, beziehungsweise alle gewarnt, dass diese schwarzen Kreaturen der Nacht, sage ich jetzt mal, zurückkehren. Und er hat sie halt zuvor schon mal gesehen gehabt. Okay, niemand hat natürlich drauf gehört. Sie haben den Opa alt und verrückt genannt. Okay, er ist halt zu einem Geräusch aufgewacht, die Wände haben halt vibriert und alles ist halt zerstört worden. Okay, es waren bestimmt die Kreaturen, sag ich zu ihm und... Okay, also sind halt furchtbare Kreaturen mit Augen, die deine Seele zerstören könnten. Ja, also die Kreatur, die Einwohner haben halt darüber geträumt, aber, also in ihren Schlaf darüber geträumt, aber dieser Traum war halt letztendlich Wirklichkeit. Okay, also Albträume, so wie sie genannt werden. Okay, das heißt, man muss, eins hat der Opa halt gelernt, wenn die Nacht kommt, kommen halt auch die Kreaturen, das heißt, es ist nicht sicher und man muss sich halt schützen davor. So, jetzt haben wir halt den Quest. Achso, jetzt haben wir, okay. Jetzt haben wir den Quest, Prepare for the Night. Mhm. Okay, das heißt, ich soll jetzt irgendwie Waffen herstellen. Hier kann ich leider nichts machen. Gut, dann werden wir die Tür einfach mal hier... Ja. Schließen. Nee, ich will die Tür schließen. Warum funktioniert das gerade nicht? Na gut, egal. So, was ist mit der Kiste? Ja, super, es ist schon 18 Uhr. Und ich habe noch nichts. Wie soll ich denn überhaupt was herstellen, wenn ich... Okay... Deine Rezepte, Hüte, Potions, Essen, Campfire brauchen wir auch. Ja, super, aber ich hab doch nichts zum Abbauen oder sowas. Also mein Quest ist ja, Waffen herzustellen. Mhm. Also ich werde sie auf jeden Fall brauchen, meint der Typ. Oder meint der Opa. So, was ist das für ein Vieh? Greift es mich an oder so? Nee, okay. Gut, aber ich kann hier weder Kisten noch sonst was aufmachen. Ein bisschen doof. Und die Nacht wird halt bald anbrechen. Also ich werde versuchen hier außerhalb ein bisschen gegen zu erforschen, ob hier irgendwas Interessantes ist. Das ist halt doof, ne? Okay, so. Wie genau soll ich denn hier Waffen herstellen, wenn ich nicht mal Materialien sammeln kann? Warte mal, ich gehe nochmal unter Controls. Was haben wir hier? Attack F, Use ist E, Dash, Share Items, Chat, Inventory Craft. Ja, also nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Das heißt, das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist E-Taste. Aber da ich ja weder eine Axt oder sowas ähnliches habe, kann ich halt auch nicht... Okay, was ist das? Huhn oder was soll das sein? Ja, das ist ein Huhn. Okay. Schön zu wissen. So. Ich werde jetzt versuchen, hier wieder reinzugehen, wenn ich hier den verdammten Eingang nochmal finde. Ja, okay, hier ist einer. Versuchen natürlich irgendwas zu kriegen, wo die verdammte Nacht anbricht. Also eigentlich ist es schon Nacht. Es ist um 10 Uhr.
toll, jetzt ist das verdammte Huhn draußen. Ich wollte mir das Huhn jetzt eigentlich schnappen, wenn das geht. Ah, okay, jetzt geht's auf ein... Okay, gut. Das heißt, die Beeren hier kann ich auf jeden Fall einsammeln. Wenn ich halt mit der Maustaste natürlich direkt hier da drauf gehe. Also ich habe jetzt im Inventar halt den Beeren. Aber das stellt halt Leben her und nicht Hunger. Ein bisschen komisch. So, und dann werde ich nochmal irgendwo hingehen. Ich werde versuchen, hier irgendwas rauszuholen aus den Kisten. Aber irgendwie ist hier nichts zu holen. Das ist ein bisschen doof. Was mit diesen Opfen oder was auch immer das ist? Ja, super. Jetzt ist Nacht angebrochen, oder nicht? Warte mal. Wird mir auch nichts angezeigt, ne? Ist, wo ich die Waffen irgendwie herstellen kann. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ah. Kann das Vieh nicht mal angreifen? Ja, ganz toll, Opa. Ja, super. Hat war vor. Mhm. Ganz geil. Also das Vieh wird mich ewig verfolgen, oder? Das heißt, ich bin jetzt gleich tot. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht schnell genug, um vor dem Vieh wegzurennen. Gut, ich opfere mich jetzt mal und gucken, was passiert. So, ja, ich bin gestorben. Ja, ich bin jetzt wieder bei einem Opa aufgewacht. Super. Bringt mir halt nur gar nichts. Denn ich weiß immer noch nicht, wie ich diese... Oh ey, sag mir jetzt nicht, dass das Vieh nochmal herkommt. Ich bleib jetzt auf jeden Fall im Haus. Hm. Achso, ich brauche hier diese Twigs. Okay. Um halt... Ja, geil, ich bin wieder gestorben, weil das Vieh hier reingekommen ist. Ja, du hast mir gesagt, ich soll mich für die Nacht vorbereiten. Ganz toll, Opa. Mir aber nicht gesagt. Oh, das ist so dumm. Das ist so bescheuert. Ja, jetzt muss ich halt die verdammte Nacht abwarten. Jetzt bin ich am Arsch. Kann ich die Tür endlich zumachen? Ja, okay. Also ich brauche diese Twigs, aber wo sind die denn? Ist das hier oder... Oder, ach, das ist das, oder? Das sind hier diese Materialien, die ich brauche, glaube ich. Ich würde jetzt zwar die Nacht abwarten, aber... Jetzt endlich wissen, ob das jetzt die Materialien ist, die ich brauche. Ja, ach, endlich. Doof. Oder ich bin doof. Besser gesagt. Ah, hau ab. Ja, okay, ich bin tot. Ah, Mann, 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 Mann. Nein. So war das doch gar nicht gemeint. So, egal. Bleib jetzt auf jeden Fall da, bis die Nacht hier umgeht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall die Materialien halt hier ein bisschen zusammen. Okay. Habe ich es auf jeden Fall rausgefunden, dass man hier diese kleinen Dinge einsammeln kann. So. Kann ich nicht einsammeln. Dann werden wir jetzt hier mal durchlaufen und versuchen... Was mit dem Vogel? Kann ich den auch irgendwie dann später vielleicht essen oder so? Wow, der fliegt ja schnell weg. So. Ich werde jetzt erstmal versuchen, wie gesagt, also eine Axt herzustellen. Wäre halt natürlich am optimalsten. Blind brauche ich. Okay. Ah, okay, da ist eine. Das heißt, ich brauche einfach diesen Stein. Okay. So, das heißt, theoretisch könnte ich jetzt diese Axt herstellen. Slot Two Hand und das ist natürlich Deck 3, Slot Right Hand.
Aber hier steht halt nicht ein Angriff da. Das heißt, mit der Axt kann ich, denke ich mal, auch nicht angreifen. Säge haben wir hier. Dann haben wir... Okay, gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Bitte. So, alles klar. Jetzt haben wir diesen Stock hergestellt. Jetzt können wir... Ja, jetzt können wir mit dem Stock auf jeden Fall angreifen. Das ist immer ziemlich nice. Und wie ich sehe, werden wir natürlich... Bitte. So, mit dem hier nochmal den Hungerpunkte herstellen können. Alles klar. Ah, okay, mit dem Green Herb können wir 5 Punkte herstellen. Werden wir jetzt ein bisschen aufessen. So. Alles klar, und jetzt werden wir hier mit dem hier mal quatschen. Mhm. Das ist irgendwo dein Afghard. Der mutige Held. Ja. Der Name erinnern. Okay, also der wollte halt wissen, was passiert ist, aber wir wissen es halt selber nicht und der Typ will das halt selber rausfinden. Gut. Egal. Wir werden jetzt hier versuchen, weiter das ganze Zeug einzusammeln, damit wir hier ein paar Materialien zusammenkriegen und halt irgendwas herstellen zu können. Und vor allem wäre es halt nicht schlecht, dass ich ein Leben wieder herzustellen. Das wäre auch ganz nice. Hatte ich nicht irgendwas? Ach so, ja stimmt, diese Marshmallows, die stellen ja Leben her. Ja gut. Wow, das Huhn hat mich getötet. Nice. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so stark ist, das kleine Drecksvieh. Aber gut. So, wir werden erstmal hier gucken, was wir hier noch aufsammeln können. Gut, dann gehen wir mal raus. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Teil. So. Marshmallow, können wir den Vogel vielleicht hier holen? Nee, das ist ziemlich schnell irgendwie. Jetzt mit diesen Viechern kann ich die auch angreifen. Nee, da passiert irgendwie nichts, oder? Ah, doch. Nee, da ist irgendwas rausgefallen. Das ist irgendeine Notiz. Oh, nee, nice. Das ist ein Rezept, was da rausgefallen ist. Sehr cool. Alles klar. Ich brauche einmal einen Wooden Stick und einmal und dreimal Holz und eine Workbench. Das heißt halt eine, ja, so eine Axt. Axt sag ich schon. Also einfach eine Bank, wo ich was herstellen kann. So, das heißt, ich stelle mir hier mal die Axt her und jetzt kann ich theoretisch, glaube ich zumindest, mit der Axt hier die Bäume fällen. So, und vorher werde ich hier noch einen von denen hier zerstören. Mein Gott, dauert das lange. Yay, ich bin Level Up. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Oh, sehr gut. Und ein Wooden Shield haben wir auch schon. Sehr geil. Gut, das heißt, wir werden uns hier versuchen... Axt mal hier zu nehmen. Mit der Axt können wir doch bestimmt hier Bäume abholzen. Sehr geil. Sehr schön. Ja, das sieht so geil aus. Also die grafisch-technisch finde ich das einfach richtig gelungen, das Spiel. Aber mit der Axt können wir nicht angreifen, auf jeden Fall sehe ich gerade. So. Werden wir jetzt den großen Baum hier holen. Diese ganzen Pixel, die dann so runterfallen von dem Baum, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. So, dann holen wir uns hier noch ein paar Marshmallows. Stellen hier noch ein bisschen Leben her. Und holen uns natürlich noch weitere Bäume. Achso, okay, das muss ich noch aufheben. Was die halt noch dazu machen müssten, ist halt dieser Loot. Das heißt, dass man halt
wenn man den Baum halt aufhebt, dass man nur einmal drücken muss, um halt alles aufzuheben und nicht immer einzeln aufheben muss. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wäre jetzt halt auch ganz cool, wenn man das machen könnte. So, dann holen wir uns hier noch ein paar Bäume ab. So. So, in welcher Minute sind wir eigentlich schon? Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet, weil wenn man so ein Spiel spielt, ist das immer so eine Sache, dass man gar nicht auf die Zeit guckt. So, alles klar. Dann können wir jetzt dieses Schwert dann herstellen. Wir brauchen 3x Holz und einen Wooden Stick und dann brauchen wir 3x Holz und 2 Twigs. Haben wir ja auch schon, ne? Ja. Okay, sehr gut. Das heißt, wir laufen jetzt am besten zur Stadt zurück, warten die Nacht ab und werden in der Zeit natürlich noch ein paar Materialien einsammeln. Und werden dann natürlich versuchen, die Viecher zu bekämpfen, ob die noch immer genauso stark sind wie vorher. Beziehungsweise, ob ich die jetzt mit diesem Schwert schon erledigen kann. Das wird... Nee, die Axt will ich aber behalten. Boah, es dauert so lange, diese kleinen Viecher zu legen. Aber das Geile dran ist, jeder von denen hat ein Rezept für mich. Wooden Armor, sehr gut. So, das heißt, wir laufen jetzt mal zu dem Opa, also zu dem Haus von dem Opa. Und der müsste ja eine Workbench haben, also diese Werkbank. Beziehungsweise ich habe die zumindest gesehen. So, das ist doch hier sowas wie eine Werkbank. Wooden Stick. Achso, ich muss vielleicht aus dem Inventar halt, also ins Inventar wieder reinmachen. So, alles klar. So haben wir das hergestellt. Dann Wooden Shield machen wir noch. Das ist mit Wooden Armor. Können wir auch herstellen. Sehr gut. Das heißt, wir können uns hier schon ein bisschen einkleiden. Sage ich jetzt mal. Axt, sondern hier. Wert. Und jetzt können wir es schon angreifen. Was ein bisschen schade ist, dass man das nicht sieht. Also ich habe jetzt hier das angezogen. Aber mein Charakter hat sich halt nicht verändert. Aber was wir dazu gekriegt haben, ist halt ein Skillpunkt, weil wir Level abgestiegen sind. Und da werden wir jetzt mal gleich gucken. Was ist das denn? Purple Weedy Weeds. Oh cool, wir können hier was anpflanzen. Das heißt, wir werden... Build near Settlement. Aha. Okay. Na gut. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir hier drauf achten, dass hier die Viecher kommen. Mit F können wir angreifen. So. Ich hoffe, mein Leben reicht aus, denn ich habe jetzt nicht... Okay, da ist eins. Da ist eins. Das heißt, wenn wir durchgängig die ganze Zeit angreifen, gibt es eigentlich kein Problem. Sehr gut. Hat auch ein Rezept gedroppt. Ach nee, ein Quest sogar. So. Aber ich denke mal, das ist nicht das einzige Vieh, was hier rauskommt. Ja, und da ist schon das nächste. Das heißt, wenn man die ganze Zeit durchgängig angreift, haben die Viecher halt überhaupt keine Chance. Und man blockt sozusagen ihren Angriff ab. Ein Bow, Wooden Bow, okay. Things are going according to the plan, but the witch saw everything, find her back. Ey, nee, hau ab. Okay, so, da haben wir den. Na gut. Okay, also irgendeine Hexe hat halt was damit zu tun, was hier passiert ist, also mit der Stadt, sage ich mal, passiert ist, beziehungsweise mit dem Dorf, das ist ja ein Dorf und keine Stadt. Sehr gut, wir sind wieder Level abgestiegen. Bräuchten ein paar Marshmallows eigentlich, weil das wäre eigentlich echt geil. Ich brauche halt auf jeden Fall Leben. Deswegen ein paar Marshmallows wären schon echt nett. Oh, egal. Okay, jetzt kommt hier wieder das nächste Vieh.
Ja, gut. Funktioniert doch hier ganz gut eigentlich, wenn man halt erstmal diese Rüstung hat und sowas. Okay, ich denke mal, ich werde hier das Zeug einfach mal hier pflanzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, okay, das heißt, wir können das nicht in der Stadt bauen. Warum auch immer. Aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Also anbauen, nicht bauen. Ja gut, jetzt haben wir halt ein weiteres Rezept hier. Nämlich eine Rope, also ein Seil. Kriegen wir hier. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Nein! Ach Mann, ich habe mich verklickt. Ah Mann, das war so doof. Aber gut. Jetzt nicht so schlimm, die Nacht ist eh schon vorbei. Verlieren wir eigentlich Skillpunkte? Nee. Okay. Das heißt, wir können uns hier noch in dem Talentbaum, können wir halt noch was hochskillen. Das heißt, entweder Angriff mit Schwertern, Verteidigung, Angriff mit Fernkampfangriffen, also Angriff mit, nein, 2-3, Angriff mit dem Bogen halt verstärken oder Angriff, ja, okay. Okay, ganz cool. Und dann halt werden wir später irgendwelche noch magischen Angriffe haben. Ich werde jetzt, denke ich mal, erstmal hier die Schwertangriffe hochstärken und die das Schild. Dass ich hier ein bisschen, ja, ein bisschen stärker im Nahkampf bin. So, und dann haben wir, was haben wir jetzt noch bekommen? Achso, okay, wir brauchen hier natürlich auch Arrows. Das heißt halt aus Stein und aus diesen kleinen Zweigen können wir dann halt Bogen und die dazugehörigen Items halt herstellen. So. Ah, okay. Und das Coole dran ist, am Feuer, sage ich jetzt mal, kann man halt sein Leben wiederherstellen. Da natürlich auch kochen. Und, achso, und irgendwelche Materialien halt trocknen. So, das heißt, wir werden jetzt mal gucken, ob wir das Feuer direkt hier einfach mal machen können. Create. Haben wir das jetzt im Inventar? Ja, genau. Okay, wir machen das direkt hier vom Haus. Verdammt, wir können das nicht machen. Gut, dann können wir das halt nicht in der Basis machen. Das heißt, wir laufen nochmal kurz aus der Basis raus. Und werden das Feuer hier herstellen. Feuer herstellen. Das Feuer anzünden, sage ich jetzt mal. Das jetzt hier machen? Kein Bild near the settlement. Das ist ja voll bescheuert. Jetzt geht's auf einmal. Gut, das heißt hier, wenn wir neben dem Feuer sind, können wir hier und unser Leben halt hochheilen. Also wir können uns hochheilen. Das ist ganz cool gemacht. Aber mein Charakter hat halt immer noch die ganze Zeit Hunger. Das heißt, ich muss hier die ganze Zeit diese Kräuter fressen. Gut. So. Wir werden das jetzt erst einfach mal so stehen lassen. Warte mal, wir könnten das doch hier so reinmachen, oder? Okay, das ist ganz cool. Ah, okay, jetzt kann man hier halt zwischen Axt und Angriff halt wechseln. Das ist ganz cool. Und zwischen Schwert halt die ganze Zeit wechseln. Und halt. Können wir hier den nächsten Baum holen. Ach, das ist diese Eisrose. Nee, Tree Sapling ist das. Was macht der denn? Ach so, okay. Ich kann halt noch mal einen Baum wachsen lassen. Gut. Bis dahin würde ich sagen, reicht das erstmal. Ja, kleines Fazit von mir. Es ist auf jeden Fall ein sehr schön gestaltetes Spiel. Ein bisschen komisch am Anfang, sage ich jetzt mal. War jetzt nicht so schwer rauszukriegen. Klar, welche Materialien man wie einsammelt. Aber muss man halt erstmal kurz verstehen. Bis jetzt halt ist es auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel. Ich würde mir definitiv vorstellen können, dass man das in einem richtig coolen Multiplayer machen kann. Also wirklich Online-Multiplayer und nicht halt LAN. Dass man halt gegeneinander irgendwie kämpft, dann halt irgendwas herstellt, dann vielleicht irgendwie auch Städte errichtet oder sowas. Also irgendwas mit Stadtbau noch dazukommt. Es ist auf jeden Fall das Geld wert.
meiner Meinung nach. Das Spiel kostet zurzeit, oh verdammt, das habe ich ganz vergessen euch zu sagen, wie viel das Spiel zurzeit kostet. Es ist halt, wie gesagt, über Steam könnt ihr das zocken. Und es ist... So, das muss ich jetzt mal kurz gucken. Das weiß, wie gesagt, gerade leider nicht auswendig. So, wird das nochmal viel? Das... Ja, es ist zurzeit bei Steam für 8,99 € zu haben. Also für knapp 10 Euro ein ganz cooles Indie-Survival-Game mit sehr schöner 8-Bit-Grafik oder eher, was ist denn das? Eher 16-Bit ist das. Ja, würde ich auch sagen. Und es ist halt so ein bisschen... Es ist cool, auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, dass man dann später irgendwelche Häuser reparieren kann und dann halt hier eine eigene Workbench machen kann, eigenes Essen herstellen kann, dann irgendwelche Hüte herstellen kann. Also es ist für eine Early Access sehr schön. Es ist nicht viel bis jetzt, aber bis jetzt gefällt es mir und ich kann es euch eigentlich echt nur empfehlen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und eingehauen und viel Spaß beim Zocken.